und herzlich willkommen zur 14. Ausgabe des Tele-Stammtisch. Frohe Weihnachten da draußen, denn wenn das hier rauskommt, dann haben wir, glaube ich, gerade die Feiertage des Jahres 2017 vor der Tür. Ihr sitzt wahrscheinlich hoffentlich alle zu Hause, trinken warmen Tee und köpft den ein oder anderen Schoko-Weihnachtsmann. Wenn ihr Glück habt, dann ist eure Familie auch um euch rum, mit der ihr gemeinsam ein bisschen feiern könnt. Und ihr habt jetzt die fantastische Möglichkeit, euch den Tele-Stammtisch reinzuziehen. Herzlichen Glückwunsch. wir sind wieder hier heute zusammen in einer kleinen, aber feinen Runde und wollen uns über unsere Hobbys unterhalten. Und diesmal ist es so, dass wir drei Gäste zu Besuch haben, die allesamt noch nicht beim Tele-Stammtisch teilgenommen haben. Da begrüße ich hier an Nummer 1 an der Stelle zunächst die Lara. Moin Lara. Ja, hallo. Hi. Du bist im Netz bekannt als die Auslandsschweizerin. Genau, das ist richtig. Daher kommend, weil ich ursprünglich aus der Schweiz komme. Super gut. Vielleicht hört man es auch so ein bisschen im Dialekt. Da werden wir ganz sicherlich gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Wir hatten schon ein kurzes Vorgespräch auch über deine Projekte, die du machst. Und ich glaube, man kann dich auch als Nerd bezeichnen, oder? Ja, also ich bezeichne mich gerne mal so, aber ich habe mir diesen Titel auch schon absprechen lassen. Also es ist, ich habe so Freunde, die gesagt haben, du bist einfach nicht nerdig genug. Wir waren danach keine Freunde mehr, aber ja. Okay, naja, mal gucken, ob wir dich heute als Freundin bezeichnen können oder nicht. Nummer 2 in der Runde ist die Nina. Moin Nina. Hallo. Du bist ja eine Kollegin von unter anderem auch geekwhisper.de und schreibst da auch fleißig mit und genau. Machst, glaube ich, noch eine ganze Menge andere Sachen nebenbei, ne? Ja, ich arbeite beim Campusradio für Bielefeld Herz 87.9, da bin ich Kinoressortleiterin und deswegen Kino und Filme und Serien sind so meine kleine Leidenschaft und das mache ich sehr, sehr gerne. Super gut. Und genau aus dem Grund unterhalten wir uns ja heute halt auch über einen Film, der jetzt hier zur Weihnachtszeit läuft. Denn wir werden eine Runde über Coco sprechen, richtig? Genau. Über meinen Lieblingsfilm vielleicht dieses Jahres, aber wow. Darüber reden wir. Alles klar, da freuen wir uns auch drauf. Und zu guter Letzt hat mich ein junger Mann angeschrieben und meinte, er würde gerne mal sein Hobby vorstellen. Und er wollte, er hat mir gesagt, google mal FPV. Und da habe ich schon gedacht, oh mein Gott, jetzt kommt hier bestimmt irgend so was Perverses. Aber nein, ich habe FPV gegoogelt und ich muss sagen, das hat mich super angesprochen. Und wenn ich irgendwann mal ganz viel, vor allem Zeit übrig habe, dann werde ich damit garantiert auch anfangen. Moin Stefan. Moin, hallo. Was ist denn, verlier mal zwei Worte zu FPV, was ist denn das? Ja, FPV ist, das ist First Person View eigentlich. Wir fliegen kleine Race Drone, also kleine Quadcopter, die mit einer Kamera ausgestattet sind, die also ein analog das Videosignal in Echtzeit senden. Das heißt, wir fliegen, haben eine Videobrille auf und sehen, wo wir hinfliegen. Also das heißt, das fühlt sich an, als ob man selber fliegt. Und das Ganze besprichst du dann nebenbei auch mit Interviewpartnern in deinem eigenen Podcast, den wir heute auch nochmal ansprechen wollen. Da habe ich auch schon reingehört, das sieht auf jeden Fall auch, also das ist definitiv nerdig, machen wir uns nichts vor, das ist also auch verdammt geil. Da bin ich auch sehr gespannt, was uns da erwartet. Und ja, wie es der Zufall so will, sind wir hier in einer doch recht podcast-affinen Runde. Ja, also die Lara ist nämlich ihres Zeichens auch bekannte Podcasterin, hat auch einen Podcast-Partner noch am Start. Und ich weiß, dass sie sich auch gern über Käse unterhält. Lara, erzähl doch mal ein bisschen von dir und erzähl uns doch mal, was das mit dem Käse auf sich hat. Ja, ich habe mehrere Podcast-Partner, ehrlich gesagt. ich habe jetzt gesagt, drei Podcasts. Ein davon ist mein Personal Podcast, mit dem habe ich vor über 2 Jahren gestartet. Das ist das Leben als Auslandsschweizerin. Ursprünglich so ein bisschen aus der Idee entsprungen quasi, da ich gesagt habe, ich wollte die Unterschiede zwischen dem Leben in der Schweiz und zwischen dem Leben in Deutschland porträtieren, hat sich dann irgendwann mal aus Mangel der Ideen zu einem Personal Podcast entwickelt. Dann habe ich seit fast einem Jahr einen Käse-Podcast, der Käsekeller mit dem Daniel, wo wir Käse probieren. Ja, es ist tatsächlich so, wir probieren Käse, reden darüber, wie die schmecken und was wir damit machen würden.
Ist eigentlich ziemlich beliebt, wenn man es nicht auf leeren Magen hört. Also, falls irgendjemand denkt, oh, will ich jetzt hören und hab Hunger, macht's nicht. und dann habe ich noch den Schreibweisen-Podcast mit der Judith und mit der Daniela. Das ist ein Podcast über publizierende Frauen der Vergangenheit und Gegenwart. Das heißt, es ist nicht nur so quasi ein Buch-Podcast, sondern auch über Frauen, die zum Beispiel eine Doktorarbeit geschrieben haben oder halt zeichnen, also die in irgendeiner Art und Weise publiziert haben. Und ja, der ist jetzt dreimal schon draußen, weil er hat die Schneidarbeit ein bisschen sich aufwendiger gestaltet, als es denkt. Und ja, und momentan bin ich gerade dran, den vierten Podcast aufzuziehen. Ja. Oh lala, also machst du das vielleicht auch beruflich nebenbei oder ist es immer noch ein Hobby? Es ist tatsächlich, es ist noch, mit Betonung, noch ein Hobby. Ich studiere nebenbei im mediengestalterischen Bereich, wo wir überhaupt nichts von Podcasten mitkriegen. Es ist echt eine Schande. Ich bin jetzt im zweiten Semester und habe das Wort Podcast jetzt zweimal gehört. aber tatsächlich ist es mein Ziel, eigentlich mein längerfristiges Ziel ist tatsächlich hauptberuflich zu machen, weil es wirklich halt meine ganz große Passion ist und wo ich halt extrem viel Spaß habe. Und daher möchte ich das schon so aufziehen, dass es irgendwann mal richtig professionell wird. Ja. Da müssen wir auf jeden Fall mal ein bisschen ins Detail einsteigen. Podcast ist ja eine Sache, die ist halt ungefähr so, Podcast gibt es eigentlich schon sehr lange. Man nannte das vielleicht noch nicht immer Podcast, man nannte das vielleicht einfach mal nur Talkrunde im Radio. Aber so dieses Konzept ist ja dem Grunde nach nicht ganz neu. Jetzt habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass Podcast seit ein paar Jahren einen gewissen Boom erlebt. Also ich rede im Speziellen von Audio-Podcasts. Gibt ja viele Audio-, also Podcast-Konzepte. Ist das ein Eindruck, den du auch hast, dass Audio-Podcasts sehr, also einen Boom erleben? Und Stefan, du hast ja auch einen eigenen Podcast, bist ja auch gern eingeladen, dich da zu beteiligen und Janina selbstverständlich auch. Aber ich habe auch einen Podcast. Sehr gut. Habt ihr auch das Gefühl, dass das gerade ein Boom ist, den wir da erleben? Und was prognostiziert ihr? Kommt da auf uns zu? Also, wer will von euch anfangen? Feuer frei, Lara. ich meine, das Konzept des Podcasts gibt es ja schon länger. Es ist einfach nur hauptsächlich in den englischsprachigen Ländern sehr bekannt gewesen. Dort ist es ja auch teilweise, wenn du gerade Richtung Amerika guckst, wird es ja auch auf einem sehr professionellen Level teilweise gemacht. Hier in Deutschland ist es einfach im Aufschwung. Also es gibt es ja eigentlich schon seit ein paar Jahren, aber ich habe das Gefühl, dass jetzt gerade so die letzten 2 Jahre, wo ich es auch so aktiv mitgekriegt habe, es doch wahnsinnig beliebter geworden ist. Obwohl ich natürlich, also ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ich muss immer noch Leuten erklären, was Podcast ist. Und das ist, fängt dann so an wie, es ist wie Internetradio. Und dann immer noch so, was sich das Gegenüber hat, immer noch keine Ahnung, erkläre ich dann, es ist wie YouTube für Ohren. Und dann kriege ich dann immer als Antwort, ja, warum machst du dann nicht YouTube? Also ich meine, ja. Weil YouTube gibt es ja auch Ton, also warum braucht man dann Podcasts? Aber tatsächlich ist das, glaube ich, sehr stark am Kommen, auch gerade wenn du so siehst, dass Spotify sich ja auch darauf spezialisiert hat, dass sie bestimmte Podcasts rausgeben und das halt einfach das Themenfeld immer wie größer wird und das halt nicht mehr von den Öffentlich-Rechtlichen das ganze Thema Podcast besetzt wird, weil die haben ja sehr lange einfach diese Zweitverwertung gemacht. Über Podcast. Mittlerweile spezialisieren sie sich ja auch darauf, dass sie wirklich spezielle Themengebiete, spezielle Formate extra für Podcasts machen. Aber ja, ich meine, es ist halt ein Markt, der jetzt mehr oder weniger immer mehr von Privaten erobert wird und Gott sei Dank. Also ich glaube, wir sind jetzt wirklich noch in den Kinderschuhen, also wir können noch viel erreichen, aber wir sind auf dem besten Weg, dass wir das genauso hinkriegen, wie es in den USA oder zum Beispiel in der UK der Fall ist. Dieser wachsende Markt, also vor allem die immer, also gefühlt, und das will ich auch nicht werten, sondern vielleicht sogar positiv formulieren, die immer größer werdende Anzahl an Podcasts, die es ja eben auch gibt, zu unterschiedlichsten Themengebieten. Ja. Wir haben ja heute offensichtlich 4 Vertreter von mindestens 4 verschiedenen Gebieten da auch heute hier beim Telestammtisch am Start. Aber siehst du denn auch, dass die User mehr werden? Also hast du das Gefühl, dass es auch immer mehr Leute gibt, die das bewusst wahrnehmen und gezielt vielleicht sogar laden? Oder gibt es einfach nur immer mehr Produzenten? Das ist eine sehr kritische Frage. Also gerade so im privaten Bereich ist ja das große Manko, dass man sagt, die meisten Podcaster hören andere Podcaster und dementsprechend ist es eigentlich immer ein inzestöser Markt. Also es ist, entwickelt sich nicht weiter. Teilweise ja, teilweise nicht. Aber ich denke halt,
wir müssen halt das ganze Medium bekannter machen. Es muss halt, ich weiß nicht, es klingt jetzt doof, aber es muss halt genauso ein Begriff sein, Podcasting muss genauso ein Begriff sein, wie YouTube ein Begriff ist. Und ich, also ja, zumindest nah dahingehend. Und ich denke, das ist durchaus möglich. Also ich meine, es ist halt einfach so, wie das gegen außen hinträgt. So, ich glaube schon, dass die Zielgruppe doch größer wird. Also wie gesagt, das Spotify Podcasts aufnimmt tagtäglich, ist eigentlich auch ein Zeichen dafür, dass sie durchaus einen Markt sehen und dass sie Leute haben, die das hören. Und man sieht ja auch, wie gesagt, dass es in den USA durchaus funktioniert. Es ist einfach, das deutsche Publikum ist eher konservativ und man muss manchmal so ein bisschen, also das Gefühl, härter gegen Mauern kämpfen und so ein bisschen sagen, okay. Und ich habe auch oft so ein bisschen das Gefühl, die Entwicklung innerhalb der Podcast-Szene ist doch relativ. Ja, es gibt halt viele, die sehr an diesem alten, dass das halt einfach ein Hobby ist, das ist wie, weiß nicht, wie Funken früher, ne? Dass das irgendwie etwas ist, was man nur hobbymäßig machen darf und sich sehr daran festhalten. Und ich denke so, nee, wir können uns ja, es können ja Hobbyvertreter sein und es können aber auch Leute sein, die halt damit wirklich professionell arbeiten wollen und das kann ja nebeneinander koexistieren, ohne Probleme. Ich denke, da ist durchaus Potenzial da. Es wird halt nie dieselbe Reichweite haben wie ein YouTube, aber es muss es ja auch nicht. Es ist auch komplett anders konzeptiert als ein YouTube, weil ein durchschnittlicher Podcast geht was, 30 Minuten bis 2 Stunden. Mhm. Und ein YouTube-Video geht was von 3 Minuten bis zu 10 Minuten. Also ich meine, das ist nun mal einfach auch eine andere Zielgruppe. Aber dementsprechend müssen wir die einfach noch ein bisschen näher ans Medium bringen. Vielleicht auch ein bisschen eine Frage von der Aufmerksamkeitsspanne, die man eben mitbringen muss und auch der Gelegenheit, sowas zu hören. Genau. Aber dadurch, also Podcasts profitieren ja sehr davon, dass viele Leute pendeln müssen, gerade in ihrem Auto und dass sie das halt nebenbei laufen lassen. Und ich glaube tatsächlich, dass beim Podcasten daran knarzt, dass das einfach nicht so bekannt ist, dass das bisher einfach noch kein Begriff ist und nicht, weil es per se einfach nicht nachgefragt werden würde, weil es werden auch Hörbücher nachgefragt. Und ich meine, das ist ja auch Audio-Unterhaltung. Warum dann sich nicht einen Podcast lieber was auch immer anhören? Also ich meine, ich glaube, es geht durchaus schon. Es ist einfach wirklich dieser Bekanntheitsgrad. Es hat erst im Kommen. Aber ich finde es, genau das finde ich eigentlich interessant daran. Es ist noch wirklich im Beginn und man kann noch viel selbst mit fabrizieren als Podcaster. Und Nina, Stefan, seid ihr der Meinung, dass das auch noch wächst, dass da noch mehr kommt? Oder wie ist so eure aktuelle Einschätzung einfach von der Podcast-Situation? Also wenn ich so meinen Freundeskreis zumindest betrachte, dann hören alle Podcasts, also verschiedene Themen. Also bei mir in der Redaktion sozusagen fast alle ausschließlich sowas mit Kino oder mit Games oder sowas zu tun haben. Das ist halt so ein kleiner Ausschnitt aus einem riesigen Angebot an Podcasts, aber es ist halt, ich glaube, was Lara auch angesprochen hatte mit Konservatismus in der Zuhörerschaft, das ist einfach, glaube ich, dass die Leute immer noch denken so, ja Radio, ich höre doch Radio, warum sollte ich Podcasts haben? Das ist so, glaube ich, so ein bisschen, und das wird auch dadurch befeuert, dass Radiosender einfach ihre Sendungen nehmen und das als Podcast bezeichnen, indem sie einfach die Musik wegmachen. Mhm. Teilweise. Wir machen das beim Campusradio auch so ein bisschen. Wir haben eine Sendung, die heißt Klappentalk. Da reden wir halt einfach über ein Thema eine Stunde lang, aber halt zwischendurch mit Musik. Und das wird dann halt Enervision, das ist so ein Lernsender hier in NRW, da dürfen wir halt unsere Sendung halt hochladen, auch mit Musik. Und das wird dann halt auch als Podcast mehr oder weniger verwertet oder bezeichnet oder so. Was halt auch nicht wirklich stimmt, weil das ist einfach eine Radiosendung. Mhm. Aber es ist halt so diese Schwierigkeit, so, was ist Podcast, was ist Radiosendung, ist beides gleich, ist wo ist da der Unterschied? Ja, ja. Es vermischt sich ja auch immer mehr. Du hast ja jetzt ja auch, was heißt jetzt, das gibt's ja auch nicht erst seit gestern, aber dass du beispielsweise, also einer der, ich sag mal, großen deutschen Podcaster ist ja Tim Pritlove, der ja diverse, auch vor allem so techniklastige Formate macht, auch die Podcast-Szene mit seinem Podlove Publisher da quasi maßgeblich beeinflusst bis heute. Und bei denen ist es ja zum Beispiel so, dass du dir eine seiner Formate, die Freakshow, auch live mit anhören kannst. Ja, du kannst dich also zu einem Zeitpunkt X, der vorher bekannt ist, über irgendwelche Streams einwählen und das dann ja ähnlich wie eine Radiosendung auch live mitverfolgen. Ja, also ja, ist genau. Da eine Untertrennung überhaupt noch sinnvoll, ist ja die Frage. Oder ist es nicht irgendwie sowieso alles positiverweise eins? Ja, oder auch, es gibt vor allem aus Amerika kenne ich ganz viele, die halt so Comedy-Shows machen und das halt auch als Podcast. Also
ich höre, das ist heißt My Favorite Murder. Da reden halt zwei Comedians über halt Morde, so ihre Lieblingsmorde, so verrückte Geschichten und so weiter. Und die machen halt das sowohl zu Hause bei sich, so wie wir jetzt gerade, aber sie machen es auch live. Und das ist halt auch so eine Frage, was ist denn jetzt eigentlich Podcast? Mhm. Sind so, solche Live-Shows, die man halt hinterher oder halt live miterleben kann, sind das auch Podcasts? Das ist für mich so immer so die Frage. Ja, macht ihr denn bei euch beim Radio auch exklusiv Sachen nur für diese Online-Inhalte, oder werden sie das ausschließlich eigentlich für dieses fürs Funkmedium produzierte Produkte, die dann nachträglich online gestellt werden? Also wir haben zwei Sendungen, feste Sendungen im Programm. Das ist einmal Klappentalk, das ist diese Talk-Sendung, die wir einmal die Woche haben, einmal alle zwei Wochen haben, genau. Und einmal die Woche unser Kinomagazin. Aber jetzt haben wir auch, wir sind halt drei Kinoredakteure und wir haben zusammen zu dritt nur einen Podcast gestartet, ohne Musikunterbrechung. Und das geht dann halt auch an die zwei Stunden, wo wir halt über Kinofilme reden oder über Kinonews und so weiter. Also wir haben jetzt seit kurzem das jetzt gestartet. Okay, cool. Und Stefan, wie ist es bei dir? Wie bist du dazu gekommen, das Ganze dann auch ins Mikro zu sprechen und dann zu veröffentlichen? Ach, ich höre schon sehr, sehr lange Podcasts. Und ich habe eigentlich immer mal gedacht, man könnte eigentlich meinen eigenen Podcast machen, aber hatte kein Thema. Und dann bin ich zum FPV gekommen und ja, dann das lag nahe, ne? Ich bin, glaube ich, auch immer noch der einzige deutschsprachige Podcast, aber naja, es ist halt auch so, dass es eigentlich, wie du sagst, ein sehr nerdiger kleiner Kreis, ne? Dann diese FPV-Community ist ja nicht sehr groß in Deutschland. Bei mir ist es, glaube ich, gerade umgekehrt. Also ich hole unheimlich viele Leute auch vom FPV zum Podcast. Mhm. Weil ich ganz gut vernetzt bin halt in der Szene und ich habe sehr, sehr viele Hörer, die vorher überhaupt keinen Podcast gehört haben und wahrscheinlich auch nur meinen hören. Mhm. Gibt es denn irgendwelche, wenn jetzt auch mit YouTube gesprochen haben, YouTube-Kanäle, die in ähnliche Richtung gehen wie dein Podcast-Projekt? Habe ich so eigentlich noch nicht gesehen. Also es gibt sehr viele Tech-Channels, so, wo neue Modelle vorgestellt werden und wo Tricks gezeigt werden. Aber so im Interview-Stil habe ich das bisher noch nicht gesehen. Also mein Podcast läuft ja hauptsächlich im Interview-Stil. Mhm. Aber YouTube-Channels zum Thema FPV hast du ja wahrscheinlich auch selbst gesehen. Gibt es wie Sand am Meer. Ja, gerade weil die Videos, die ja über viel mehr später zu sprechen kommen, werden sich dann natürlich auch anbieten. Aber natürlich, ja. Also ich meine, du hättest ja genauso gut einfach die Kamera aufstellen können und dann alles als YouTube-Video hochladen können, theoretisch, ne? Was heißt denn jetzt für dich der Vorteil im Podcast? Also ich habe ja zum Beispiel eher so ein Radiogesicht, sag ich mal. Das heißt, das ist auf jeden Fall ein Argument, das jetzt für den Audio-Podcast spricht. Das ist mein Lieblingsargument. Tatsächlich, ja. Podcasts ich mir einfach näher als YouTube. Also YouTube benutze ich, um meine eigenen Videos hochzuladen für mich. Mhm. Also zu archivieren eigentlich. Mhm. Aber ja, es gibt so ein, zwei Kanäle, FPV-Kanäle, die ich regelmäßig anschaue. Aber die könnten nicht als Podcast laufen, weil, naja, wird auch viel gezeigt halt, wie man Dinge konfiguriert und so weiter. Mhm. Okay. Also schon ein anderes Medium, aber ein Podcast liegt mir halt einfach näher vom Ding her. Mhm. Ja, Lara, du hast jetzt gemeint, dass du demnächst deinen vierten Podcast starten wirst, wenn ich da richtig mitgezählt habe. Und Du frisst ja auch viel Zeit. Du meinst, es ist wahrscheinlich, also knapp über dem Schritt, über das Semi-Professionelle sogar schon hinauszugehen. Also ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht irgendwann wirklich auch, es gibt Leute, die können hauptberuflich podcasten. Sind das auch so deine Ziele, auch wenn ich mal so gezielt ein bisschen nach Finanzierungsmodellen fragen darf? Denn wir haben ja jetzt auch wirklich, ich habe den Eindruck, es gibt zu einigen Themen durchaus viele Podcasts. Also ich denke, dass gerade so dieser Nerd-Sektor, alles was Richtung Reviews von popkulturellen Sachen geht, Sachen, die wir auch bedienen, dass die von vielen Kollegen in der Podcast-Szene eben auch veröffentlicht werden. Was denkst du, ist so, also sind eigentlich zwei Fragen, auf die ich hinaus will. Einfach, was denkst du, wie kann sich sowas langfristig finanzieren? Und die zweite Frage, wie kann man sich auch absetzen vielleicht?
Oh Gott. Also ein Riesenhack. Das ist gerade, ja, okay, was soll ich anfangen? Ja, also ich möchte das tatsächlich irgendwann mal professionell machen. Ich weiß nicht, ob ich davon irgendwann mal leben kann. Das sind die Erfahrungswerte doch relativ gering, im Gegensatz zu YouTube, wo es ja ganz klar ist, dass manche davon leben können, durch ihre Werbeeinnahmen und Produktplacement und so weiter. Ja, also Finanzierungsmöglichkeiten, was ich persönlich für eine sehr dumme Idee halte, sind Paywalls, also dass man für einen Podcast an sich bezahlen muss. Was ich habe bisher noch keinen einzigen Podcast monetarisiert. Ich habe es aber tatsächlich vor, mit meinem neuen Podcast wirklich mal auszuprobieren, aber halt auf freiwillige Basis, ne? Das ist PayPal-mäßig oder auf Spendebasis oder über Patreon, dass du halt Unterstützerfeeds hast oder wie auch immer. Das will ich gerne mal ausprobieren, weil ich grundsätzlich finde, es ist eigentlich schon, ja, dass man so das Ganze aus dem Hobbybereich herausheben kann und sagen kann, okay, ich mache hier qualitativ gute Arbeit, ihr hört mir gerne zu. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann könnt ihr das und irgendwann vielleicht, ja, kannst du ja überlegen, ob du dir über deine eigene Seite irgendwie Werbung schaltest. Innerhalb vom Podcast Werbung zu schalten, halte ich für sehr kritisch, weil es wird sehr, sehr schlecht angenommen hier in Deutschland. Mhm. Und ganz ehrlich, ich finde Radiowerbung in der Regel absolut furchtbar. Ich möchte das auch nicht in meinem eigenen Podcast haben. Wie man sich davon abgrenzen kann, ich glaube einfach tatsächlich durch Originalität. Also, dass du halt irgendetwas machst, was halt nicht jeder andere auch macht. Also der nächste Podcast, den ich plane, ist tatsächlich, wird zum Oberthema Liebe sein. Das heißt, es ist kein Sex-Podcast, sondern es wird ein Podcast sein, wo man relativ ein großes Portfolio hat zum Thema Familie, zum Thema Partnerschaft, natürlich auch zum Thema Sexualität etc. Und ich habe mir so gedacht, ich wollte einfach immer über etwas, ich wollte über das Thema reden können, ohne dass es in eine klinische Ecke reingeschoben wird und nur weder so zu diesen Sex-Podcast gehört. Und ich glaube wirklich so, dass du halt wirklich was finden musst, was halt so noch nicht auf dem Markt ist. Und das wird so ein bisschen als Talkshow angelegt sein, weswegen ich auch Co-Moderatoren momentan suche und Leute, die mich da unterstützen. Weil es macht viel mehr Spaß, wenn man das gemeinsam macht und nicht alleine. Ja, und dementsprechend, ja, das, ich glaube, es ist wirklich ein Ausprobieren, weil es ist, wie ich schon sagte, es ist halt alles noch nicht so in Bahn drin. Du hast nicht die Erfahrungswerte, um zu sagen, das funktioniert und das funktioniert auf keinen Fall. Und dementsprechend finde ich, es ist wirklich ausprobiert und wenn du halt scheiterst, dann musst du dich halt ändern und dann musst du halt was anderes ausprobieren. Aber ich glaube, Originalität und so ein bisschen die Leidenschaft dahinter, das macht doch einfach auch für den Hörer es interessanter, wenn er merkt, so, da ist jemand dahinter, der macht das richtig gerne, der macht das mit Überzeugung, der macht das, weil er das gerne macht. Und da kannst du jemandem viel besser folgen und dann hast du auch viel mehr das Bedürfnis, dem zu folgen, als jemand, der halt, wie gesagt, in der Zweitverwertung irgendwie, es gibt ja, was hat jetzt die Süddeutsche, hat jetzt einen Podcast gemacht und der ist ja relativ verrissen worden, weil die sich ja sehr störrisch da vors Mikrofon gestellt haben und ihr Text darunter geleiert haben. Und das ist halt was anderes, als wenn man halt jemanden hat, der sagt, wo du merkst, so, nö, da ist viel Leidenschaft dahinter und dann kannst du auch deine Hörer gewinnen. Und es ist einfach, ja, Bekanntheit irgendwo, ne? Also, und die kannst du so nicht bestimmen. Das ist ja dann unter anderem auch das Thema Personality, also über das man da sprechen muss. Ja, also ich kann auf der einen Seite eine Individualität über die Themen herstellen, ich kann auf der anderen Seite aber auch einfach Interesse an Personen wecken, die dann eben verschiedene Projekte, also verschiedene Podcasts, meinetwegen auch YouTube, whatever haben und denen ich dann wiederum folge. Ne? Ist das auch so ein Weg, auf den du setzt, dass du versuchst, über dich als Person, die du auch interessant bist, die du auch rhetorisch entsprechend dann auch einfach gut auftreten kannst, da so quasi deine Community zu pflegen oder sind es doch eher die Themen oder ist es ein Mischmasch, über den du versuchst da einfach publik zu sein oder publik zu machen? Tatsächlich ist es bei mir über die Person gekommen, aber es ist eher unbeabsichtigt gewesen. Es ist einfach, ich weiß auch nicht, ich bin irgendwie so bekannt geworden als die Auslandschweizerin, das war aber eigentlich nie so geplant. Als ich meinen Podcast begonnen habe, habe ich einfach sehr gerne mir selber zugehört und gedacht, okay, machst einen Podcast, nutzt du das? Also es war, also der Beweggrund letztendlich war, dass ich immer eigentlich wie eine Deutsche klingen wollte, mich geärgert habe, dass ich nach was über 5 Jahren immer noch wie eine Schweizerin klinge. Und dann irgendwann so dachte, okay, dann nimmst du genau das,
nämlich deine Stimme und benutzt deinen Akzent. Und so ist das irgendwie gekommen. Und mittlerweile ist es tatsächlich so, dass vielen Leuten, nicht allen, ist quasi meine Podcast wirklich geläufig, oder sie hören sie nicht alle, aber das ist ja irgendwie auch klar. Aber vielen ist halt dieser Begriff der Auslandsschweizerin durchaus bekannt. Und tatsächlich ist es mittlerweile etwas, worauf ich mich spezialisiert habe. Ja, ich stehe als Person in der Öffentlichkeit und ich vertrete das gegen außen hin, das ist für mich okay. Und das ist auch, womit ich sehr arbeite. Aber natürlich will ich trotzdem einen qualitativen, guten Podcast abliefern. damit einher geht ja häufig eben auch eine gewisse Community, die sich bildet. Ja. Also sei es jetzt um deine Person oder zumindest um deine Podcasts. Gibt es da eine Community im klassischen Sinne? Und wenn ja, wie pflegst du die? Die gibt's auf Twitter, wie überall in der Podcast-Szene hauptsächlich. Und die pflege ich, indem ich mit denen regelmäßig mich unterhalte oder dass ich auch quasi auf Spotstock gehe oder auf Spotcamp. Irgendwann hoffentlich auch mal auf die Subscribe und mich halt auch mit den Kollegen unterhalte und das Gefühl habe, okay, ja, und das gegen außen vertrete. Ja, es ist durchaus, wie gesagt, ich bin kein YouTuber. Ich habe jetzt nicht die großen Fan-Treffen. Ich habe noch keinen Merchandise-Shop von mir. Oh Gottes Willen, das wäre sehr egoistisch, aber sehr narzisstisch. Ja, aber es ist durchaus, du kannst halt in Kontakt bleiben. Und für mich ist das Ganze Tolle daran, ich bin eigentlich mich selbst. Also ich verstell mich nicht. So bin ich tatsächlich. Ich bin vielleicht über Twitter mal gemein zu jemandem oder ärgere sie und so. Das ist tatsächlich meine Persönlichkeit. Und ich fühle mich da auch richtig wohl in dieser Rolle, die ich spiele, weil es tatsächlich mein eigenes Leben ist. Und dementsprechend ist das für mich, ja, es ist eigentlich nur Spaß. Also es hat sich wirklich so ergeben und ich fühle mich wohl darin, ja. Ja, so ein bisschen Authentizität ist da schon ganz gut, glaube ich. Auch gerade um so eine, ja, einfach um niemanden zu veräppeln, aber so eine, du wie heißt das? Du keepst die Realness? Klingt das cool? Weiß ich nicht. ja, also, es ist einfach schön, wenn man keine Maske aufbaut, ja, wenn man eben da einfach das Gefühl hat. Ja, gut. Aber ich meine, die meisten haben ja, also die in der Öffentlichkeit stehen, haben ja eine gewisse Maske. Also es ist ein Jan Böhmermann wird nicht in der, so wie wir ihn erleben, wird er nicht mit seiner Familie umgehen, nehme ich jetzt mal schwer an. Es ist natürlich immer so der Fall. Also ich meine, auch ich habe klar quasi Facetten, die in der Öffentlichkeit so nicht stehen, wo meine Freunde, Familie das kennt. Aber trotzdem finde ich, ja, es ist natürlich, das ist halt eine Persönlichkeit, die du gegen außen verkaufst und die muss überzeugend sein. Und wenn du, entweder bist du so ein genialer Schauspieler und das kannst du durchziehen, ne, und du bist, wie heißt dieser komische Komiker, mit der Perücke, der komischen Brille, der seinen Namen nicht genannt werden will, ja, auf jeden Fall gibt es halt auch Leute, die wirklich Kunstfiguren sind. Und das ist letztendlich so das Ding. Ich bin keine Kunstfigur, sondern ich bin wirklich mich selbst. Und klar, gewisse Sachen erfahren meine Hörer nicht, weil es halt Privatsinn ist. Und ich habe meine Grenzen. Also ich bin auch schon gefragt worden, redest du denn über alles in deinem Leben? Also gerade so im Hinblick, dass ich einen Personal Podcast habe. Nein, ich rede nicht über alles in meinem Leben. Also mir ist durchaus bewusst, wenn der Bus Verspätung hat, ist das nicht von einer solchen großen Bedeutung, dass ich in der nächsten Folge darüber rede. Ja, aber es ist, man findet trotzdem einen schönen Mix, würde ich mal sagen. Und ja, also es ist eine schöne Mischung. Also ich meine, sonst musst du extrem gut darin sein, jemanden zu stellen. Und wehe, du kriegst das nicht hin, weil dann bist du tatsächlich nicht glaubwürdig. Ja, du hast, glaube ich, hier Atze Schröder gemeint, oder? Genau, danke, genau. Ja. Oder hier, wie heißt er, dieser, die Cindy aus Marzahn macht, Ilka Bissin, die ist ja auch so ein... so richtige Kunst. Ja, die ist ein Produkt, das ist eine Kunstfigur. Und ja, ich finde, das musst du wirklich können. Wenn du es nicht kannst, na. Ich würde mit dir gerne nochmal, weil du da, glaube ich, auch eine gute Ansprechpartner bist, noch so ein bisschen einmal auf die technischen Sachen eingehen. ja, also okay. Jetzt nicht, also werden es nicht übertreiben. Zum einen ist ja so, wir hatten jetzt auch Spotify erwähnt, die ähnlich wie zum Beispiel auch Audible Geld in die Hand nehmen, um Sachen zu veröffentlichen. Ich weiß auch, dass es, wie heißen die denn, die Sarah Kuttner zusammen mit dem Typen, der immer auf der Bild rumhackt, dessen Name mir gerade nicht einfällt, da auch irgendwie was hatte bei irgendeinem so Online-Portal. Wie siehst du das? Ist das ein Weg, den du für dich auch einschlagen würdest?
Gerade weil, also Beispiel Spotify, wo ja auch Jan Böhmermann zusammen mit dem Olli Schulz da diesen wahrscheinlich größten deutschen Podcast Fest und Flauschig veröffentlicht, die technisch natürlich eine andere Herangehensweise haben, als jetzt der klassische Podcatcher zum Beispiel hat. Wie ist deine Meinung zu dem Thema? Also wie gesagt, Spotify ist eine Paywall. Also ich meine, und das ist halt, um an Spotify ranzukommen, musst du halt bezahlen. Oder besser gesagt, ich glaube, in der freien Version funktioniert die Podcast nicht. Ich habe kein freies Spotify, sondern das Premium. So, letztendlich bin ich nicht so Fan von Paywalls, weil ich finde halt, ne, wir haben auch YouTube und YouTube funktioniert, weil es keine Paywall dazwischen ist. Es ist, ja, also ich weiß nicht, es ist natürlich eine andere Art und Weise, daran hinzugehen, aber ich meine, Spotify fungiert ja da wirklich wie quasi als Gatekeeper, so als quasi als Publizierer, und die geben denen ja Geld, damit sie eine tolle Tonqualität haben, damit die ordentliche Mikrofone und so weiter haben. Kann man durchaus machen. Ich habe das mir aber jetzt nicht auf die Fahne geschrieben, dass ich sage, dass ich so quasi professionell werden möchte. Ich möchte es tatsächlich über den immer noch freien Markt probieren, weil ich denke, es ist durchaus möglich. Es gibt ja auch durchaus Podcasts, die sich einfach finanzieren, dadurch, dass sie Spenden kriegen, durch ihre Popularität etc. Wie das genau aussehen wird bei mir, keine Ahnung, ich habe noch keinen Stress, aber ja. Da muss man mal gucken, ne? Und du selbst veröffentlichst ja dann also über freie Zugangsmöglichkeiten. Ja, genau. Ich bin eine Podlove-Userin. Also ich habe angefangen über SoundCloud. Dann habe ich wurde ich konvertiert und übermissioniert, dass ich bitte schön selbst hosten soll, weil SoundCloud ja einfach auch nicht sicher ist. Und wie man jetzt auch sieht, ist SoundCloud ja, glaube ich, auch finanziell am Ende. Und ja, ich habe dann gewechselt auf eigenen gehosteten Seiten, mache ich bis heute immer WordPress, das ich installiere und das Plugin, das Podlove-Plugin und quasi installiere und das über ein RSS-Feed ausspiele. Eigentlich ganz klassisch. Also ja, und was so Mikrofontechnik oder so angeht, ich nehme hauptsächlich mit meinem Zoom, teilweise Zoom H2N auf. Ich weiß, man könnte sich auch ein 4HN kaufen. Haben wir in der Uni, muss ich sagen, was ist der große Unterschied? Mich stört das jetzt nicht, weil ich mich selbst alleine aufnehme hauptsächlich. Wenn du mehr Gesprächspartner hast, ja gut, kann man sich darüber nachdenken, ob man upgraden will. Ansonsten, ja, was tut sich noch? Studio Link, Zencaster. Und ich habe ein Kondensator-Mikrofon, das ich jetzt auch gerade spreche. Das ist das Aona 600, irgendwie sowas, was ein durchschnittliches Mikrofon war von 80 Euro. Also ich habe einen fähigen Laptop, mit dem ich schneiden kann. Ich schneide, habe bisher immer mit Audacity geschnitten, habe aber auch mit Hindenburg geschnitten und mit, und versuche mich jetzt gerade in Ultraschall reinzufuchsen. Ja, also es ist durchaus möglich. Also ich lerne halt auch immer solche Sachen, technische Sachen lerne ich gerne mal über die ganzen Treffen, die wir haben. Also ich meine, ich bin auch noch aktiv im Podappler. Das ist hier das Treffen, das hier in Frankfurt stattfindet, alle zwei Monate, pardon. Und da kriegst du halt immer wieder mal mit, so probier das aus, probier jenes aus und dann versuchst du das anzuwenden. Und so lernst du das eigentlich. Und ich würde mich echt nicht als Technikfreak bezeichnen. Also ich habe mich sehr lange als Technik-Nulpe bezeichnet, weil ich einfach nichts hingekriegt habe und nicht mal einen Router installieren kann. Und irgendwann mal hattest du halt irgendwie, ja, du standest halt da, sie haben dir gezeigt, okay, machst du dies und jenes. Und dann, okay, jetzt probierst du es halt nochmal und kopierst du halt einfach alle Einstellungen, die du bei WordPress drin hast, fürs Plugin und installierst halt beim nächsten WordPress-Teil, die du installierst, nimmst du genau die gleichen Haken und so weiter und so fort. Und es ging. Also ich meine, es wirkt immer sehr nach sehr viel Technik. Es ist, und so technisches Verständnis dahinter, ja, und man kann Podcasts ja auch bis zur absoluten Professionalität treiben und jedes Rauschen, jedes M rausnehmen. Ja. Ich bin selber ein Fan von Atmo. Ich finde, es ist okay. Also bei manchen Podcasts, klar, schneide ich auch das M raus. Aber es ist halt, gehört auch mal zum Sprachfluss, dass man M sagt, weil es hat dazugehört. Und ich bin jetzt nicht jemand, der so extrem pedantisch sagt, so, das ist nicht möglich. Weil ich finde halt, wir sind Podcaster. Wir sind kein Tonstudio. Also wir nehmen nicht auf, um, weiß Gott was, um irgendwas zu synchronisieren oder so. Ne? Wir sind Podcaster und das sind auch das ganze Reden, der ganze Redeprozess ist auch mit Emotionen verbunden. Und klar wiederholst du dich, klar sagst du immer M oder so. Und es ist auch absolut okay, ne? Also
Darf es auch sein, durchaus. Darf sein, ja. Auch schön, dass du den Pod-Appler mal ansprichst. Ich bin hier auch im Rhein-Main-Gebiet hier unterwegs und habe den auch schon auf dem Schirm gehabt. Der Steffen Liebschner von den Comic-Cookies zum Beispiel hat mir den, glaube ich, auch schon ans Herz gelegt. Die Workshops gibt es ja wirklich eine Handvoll. Vielleicht zum Schluss mit, was für Formaten veröffentlichst du? Also was haust du raus? MP3, M4A, was ist das? MP3 da? Hauptsächlich, weil man könnte zwar schon mit FLAC oder so arbeiten, aber jetzt MP3 ist halt die sicherste Version, also dass wirklich jeder Podcatcher das abspielen kann, ne? Mhm. Tatsächlich mit MP3. Es ist jetzt auch nicht unbedingt, tonqualitätmäßig ist es natürlich zweifelhaft, ob du das wirklich machen willst, aber ja, ist weniger große Übel, ne? Also ich meine, es muss halt abspielbar sein. Ich finde dann gerade sowas wie Kapitelmarken halt auch irgendwie schön und ich habe dann immer so Kapitelbildchen auch immer, die ich mit einbaue und so. Okay. Das MP3, halt, ja, das ist halt, naja, ich mache ja nur einen Podcast insofern. Ja gut, ich mache mit meinem größeren Podcast, gut, ich meine Käsekeller jetzt nicht unbedingt, wenn ich merke, es wird halt, also ich finde halt Kapitelmarken machen hat für mich erst Sinn, wenn es wirklich ein Podcast ist, der über 30 Minuten geht, meinen Anspruch nach, weil ich finde halt, davor ist halt, ja, alle 1,5 Minuten Kapitelmarken zu setzen, warum? Weil da bist du schneller beim Durchhören, gerade wenn du bedenkst, dass viele ja in zweifacher Geschwindigkeit oder in 1,5 Geschwindigkeit hören. Dementsprechend, ja, wenn ich Kapitelmarken mache, dann mache ich es tatsächlich über Auphonic und ich nutze dann Auphonic teilweise auch nicht. Ist bei mir immer so eine, ja, Entscheidung, ja, brauche ich das jetzt, brauche ich das nicht? Weil man eigentlich sagen kann, bei meinem Personal Podcast kommt die wenigste Mühe rein und bei Schreibweisen die meiste. Also ich meine, es ist tatsächlich so, dass halt, ne, dass ich es im Personal Podcast so sage, ist meine Spielwiese, ist es egal, ja. Und wenn die Leute sagen, so, du bist doof oder weil du keine Kapitelmarken benutzt, ja gut, ich meine, ist ja auch irgendwie einfach nur mein, bei einer halben Stunde ist es völlig nachvollziehbar, genau, dass ich das, ja, auch genau. Ja, klar. So 5 Stunden Review-Podcast da, ohne Kapitelmarken vorzugehen, halte ich für eine Zumutung. Aber eine halbe Stunde ist völlig in Ordnung. Lara, vielen, vielen Dank für deine ganzen Infos und deinen den groben Einblick auf deine Arbeit als Podcasterin. Am Ende werden wir natürlich nochmal, könntest du uns alle Links nochmal nennen. Wir werden sie auch natürlich alle in die Shownotes packen. An jeder, der das hier heute hört, der hat die Möglichkeit, da natürlich nochmal reinzuhören, zu klicken, sich die ganzen Namen anzuschauen. Also keine Sorge, da geht niemand unter. Danke da schon mal. Auch für dich gilt, wir werden uns natürlich jetzt den weiteren Themen da entsprechend widmen. Und wir sind in einer offenen Runde. Ja, das Konzept vom Telestammtisch sieht eben vor, dass jeder mit jedem gleichzeitig alles hinterfragen darf. Und insofern interessiert sich vielleicht, was uns der Stefan zu erzählen hat. Stefan, wir haben ja vorhin schon mal kurz angerissen, von deinem Hobby, das du da betreibst. Das sieht auch sehr technisch aus und es geht ja um diese Drohnen. Vielleicht kannst du uns mal kurz beschreiben, wie du da so reingekommen bist, wie du davon erfahren hast und ja, was das für eine Welt ist, in die wir da jetzt eintauchen. Ja, also es ist so, ich habe vor, ich glaube, 3 Jahren ungefähr, habe ich ein YouTube-Video tatsächlich gesehen, wo irgendwelche Freaks, ich glaube in Frankreich, mit komischen Fluggeräten durch den Wald geflogen, hinter sich hergeflogen sind, das Ganze aus der First-Person-View, nee, aus der Perspektive der Drohne sozusagen gefilmt haben. Und das hat mich damals tatsächlich so angefixt. Ich musste mir unbedingt auch so eine Drohne bauen. Hab ich ein bisschen schlau gemacht im Netz, hab mal geguckt, was es da so gibt. Dann gab es dann verschiedene Modellbau Läden und also Internetläden, wo man bestimmte Controller bestellen konnte. Das Ganze war damals diese Flight Controller, also der Computer, der sozusagen die Drohne stabilisiert. Das kommt eigentlich ursprünglich aus einem Wii-Controller, weil dieser Wii-Controller, der hat ja so Sensoren, Neigungssensoren. Also nicht die Nunchuck, sondern den normalen, wo man. Ich glaube, das ist der Nunchuck. Der erkennt ja, in welchem Winkel du den Controller hältst. Und das haben sich ein paar findige Leute halt einfach zunutze gemacht und haben diesen Chip in diese Drohnen eingebaut, also auf diese Flight Controller, sodass der sich stabilisieren konnte. Okay, und das ist also quasi einfach technisch umgesetzt, dass die Drohne dann entsprechend denselben Winkel hat wie diese Fernbedienung, nenne ich es jetzt mal. Nein. Ich müsste eigentlich mal grundsätzlich erklären, wie sowas funktioniert. Ja, bitte, also voll. Wir haben, also unsere Copter sind Quadrocopter, das heißt, die haben 4 Motoren. In der Mitte sitzt ein Controller und dieser Controller,
der hat einen Beschleunigungssensor und einen Lagesensor. Das heißt, ich kann den Kopter so einstellen, dass, wenn ich Gas gebe, dass der sich immer stabilisiert, also immer horizontal steht. Wenn ich jetzt meine Fernbedienung den Stick nach vorne drücke, dann kippt er nach vorne. Das heißt, die hinteren Motoren drehen sich schneller als die vorderen. Mhm. Und dadurch bekommt er Vortrieb. Wenn ich jetzt die Sticks loslasse, dann geht er wieder zurück in diese stabile Lage. Und das macht eben dieser Lagesensor, der ursprünglich mal in diesem V-Controller drin war. Okay. Ja. Okay. Und du hast dann, man muss das vielleicht mal ein bisschen mal beschreiben, auch wie das dann vor sich geht mit diesem Video. Ihr sitzt da ja nicht alle vor einem riesen Flatscreen, mit der geteilt ist, ne? Das funktioniert ja anders. Ja, wir haben Videobrillen. Das heißt, also Brillen mit einem analogen Empfänger. Und in den Koptern sind Kameras, analoge Kameras mit Sendern, die mit 25 Milliwatt senden. Und also dieses Bild direkt in Echtzeit auf die Brille senden. Mhm. Analog deshalb, weil wir das Bild in Echtzeit brauchen, weil wir ziemlich schnell fliegen. Also wir fliegen, die schnellsten Kopter, das sind sogenannte Drag Racer, die fliegen bis zu 250 Stundenkilometer. Und wenn man dann eine Verzögerung hat, also eine Latenz, dann ist man schon am Baum, bevor man ihn sieht. Mhm. Und deshalb benutzen wir analoge Technik, weil Digitaltechnik immer eine leichte Latenz hat. Und außerdem können wir keine Bluescreens gebrauchen. Alles klar, okay. Aber ich habe eine Frage. Also wenn ich selber so First-Person-Spiele, wird mir sehr, sehr schnell schlecht. Also ist es da kein Problem für euch? Motion Sickness? Genau. Ja, gibt's tatsächlich. Ich habe da zum Glück kein Problem mit, aber es gibt einige, die damit zu kämpfen haben. Es gibt auch sozusagen verschiedene Stile. Also es gibt, manche müssen sitzen, wenn sie fliegen, und andere können stehen. Das Problem ist, es ist einfach so, dass manche umfallen, wenn sie stehen. Immer erst Hilfekasten um in der Ecke liegen. Ja, das ist halt, das ist so, ja, du hast das Gefühl, du fliegst selber. Also du sitzt in diesem Fluggerät. Und das ist so immersiv, dass du fliegst eine Kurve und du, ja, ich weiß nicht, ob du das kennst, du gehst dann so mit und tja, schon. Ja, ich persönlich sitze auch lieber beim Fliegen, ganz ehrlich gesagt. Ja, ich habe dann ein paar Videos ja schon einiges jetzt auch, also eine Handvoll Videos angeschaut, um einen Einblick davon zu bekommen, was das eigentlich genau ist. Das sind ja recht kleine Drohnen, ne? Also sind das einfach jetzt aufgemotzte Standarddrohnen, die ich irgendwo kaufen kann? Ist das alles selbst gebastelt? Wie läuft das? Ja, also es gibt fertige Racecopter zu kaufen. Es gibt einmal recht renommierte größere Firmen, die sowas verkaufen, wie Team Black Sheep oder Immersion RC. Die verkaufen die meiner Meinung nach zu teuer. Also es ist auch relativ teuer. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, auch fertige Kopter in China zu kaufen. Da gibt es so verschiedene Plattformen, wo man sowas kaufen kann. Und ja, ich bin da allerdings wirklich kein Freund davon. Also ich baue mir meine Kopter am liebsten selber. Mhm. Und das ist also doch bestimmt nicht so einfach. Also musst du Elektrotechnik studiert haben oder ist das geht dann? Nee, das ist kein Hexenwerk und keine Raketentechnik. Wirklich nicht. Mhm. Du hast diesen Flight Controller. Da hast du auf dem Flight Controller müssen die Motoren dran. Also über, ist egal. Auf jeden Fall musst du die Motoren über diesen Flight Controller steuern. Mhm. Das heißt, du hast da 8 Drähte, die du anlöten musst. Da musst du die Kamera, das also Anschlüsse für Kamera, für den Sender, für den Empfänger von der Fernbedienung. Und das war es im Grunde schon. Also das ist wirklich nicht so schwer. Okay. Und natürlich muss auch Strom drauf, ne? Was sind da so für Akkus drin? Das wiegt da bestimmt noch einiges. Ja, also wir fliegen bei den Racern meistens so 1300 bis 1500 Milliampere Akkus. Mhm. Das sind in der Regel 4S Akkus. Das bedeutet, es sind 4 Zellen drin. Das sind Lithium-Polymer Akkus. Und die Akkus, die haben eine Kernspannung, also eine Nennspannung von 3,7 Volt. Und also haben wir 3,7 Volt pro Zelle. Und wenn die voll geladen sind, liegen wir so um 16 Volt. Und mit einem Racer, ich sag mal, wenn der richtig, richtig Power hat, dann kannst du 2 bis 3 Minuten damit fliegen. Okay. Heißt es also, dass du da auch Wechselakkus am Start hast oder einfach verschiedenste Racer?
Ganz genau. Ich habe 5-6 Akkus immer dabei und ich habe einen großen Akku und ein kleines Ladegerät. Mhm. Dass ich so, dass ich also während ich fliege schon wieder den nächsten Akku aufladen kann. Okay. Das ist was mir halt eben auffiel. Wir kommen natürlich gleich noch auf diese ganze Wettkampfsituation und so zu sprechen, ne? Aber ist es denn jetzt so, dass du, wenn du, so ein Ding geht ja auch mal kaputt. Also wie robust ist denn so ein Teil, wenn das mal runterkracht? Also die fliegen teilweise, glaube ich, auch recht hoch. Ja, ist es einfach, ist es, wie robust ist so eine Drohne? Die sind unglaublich robust. Also das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Wenn ich, sagen wir, aus 30 Meter Höhe auf eine Wiese fall mit dem Kopter, passiert in der Regel nichts. Mhm. Okay. Also die Frames, also die Rahmen sind üblicherweise auch aus Carbon und du weißt ja wahrscheinlich, Carbon ist Kohlefaser, es ist unglaublich stabil, das Zeug. Okay, was für Reichweiten und Höhen könnt ihr da so mit erreichen? Aus was für Höhen könnten die fallen? Ja, also wenn du Races fliegst, dann fällst du aus einer Höhe von maximal 1,5 Metern, weil unsere Rennen fliegen wir direkt am Boden. Wenn du Freestyle fliegst, ja, es macht eigentlich wenig Sinn, höher als 20 bis 30 Meter zu fliegen. Wir können natürlich höher fliegen, dürfen aber, ich meine, ist nach der neuen Gesetzgebung nur bis zu 100 Meter hoch fliegen. Okay, ja gut, dass du es ansprichst. Das wäre natürlich auch, das ist eine der Fragen, die ich mir auch überlegt habe, nämlich wie das mit der rechtlichen Situation aussieht, der Freigabe von Luftraum und natürlich dann auch der Frage, wo man überhaupt fliegt. Wie sieht das denn aus? Sind das alles abgesperrte Privatplätze oder wo trainiert ihr überhaupt? Oder, ja. Ja, gut, zum einen gibt es ja die Modellflugvereine, die haben ja ihre eigenen Plätze. Viele von uns suchen sich eine Wiese irgendwo oder fliegen im Wald tatsächlich, um zu trainieren. Und ja, es ist so, dass es Karten gibt. Also kannst du im Internet Karten schauen, wo es No-Flight-Areas gibt. Mhm. Und in solchen Areas fliegen wir natürlich nicht, obwohl wir es eigentlich könnten. Mhm. Weil, wie gesagt, wenn wir Race fliegen, wir stecken uns dann Parcours ab und fliegen durch sogenannte Gates und um Flags, also um Flaggen rum. Und dann fliegen wir in der Regel nicht höher als 1,50 Meter. Ne? Das heißt, da kann man unmöglich den Luftverkehr gefährden in der Höhe. Okay. Ist dann aber schon. Also ich habe zum Beispiel so Videos gesehen, weil ich glaube, dass Parkhäuser auch ganz geil sind zum Fliegen. Wie ist das dann da? Also ich meine, du musst grundsätzlich nichts verraten, was du vielleicht nicht verraten willst. Aber also ich kann mir das schon wahnsinnig spannend und interessant vorstellen, in so einem Parkhaus zu fliegen einfach auch. Ne? Ja, ich persönlich bin noch nie im Parkhaus geflogen, wirklich nicht. es ist mir einfach zu eng. Also ich komme mit der Höhe nicht klar. Mhm. Ich bin aber auch kein großer Racer, ehrlich gesagt, bin ich mehr so der Freestyler. Mhm. Das heißt, ich suche mir irgendwo eine Landmarke, einen Baum zum Beispiel, und übe dann so ein paar Tricks und fliege dann Loops und ähnliche Geschichten. Mhm. Das macht mir am meisten Spaß. Also mir geht es mehr so um dieses Freiheitsgefühl beim Fliegen und ja eben sich so ein bisschen frei wie ein Vogel durch die Luft zu fliegen. Darum geht es mir eigentlich mehr als um diese Konkurrenzgeschichten. Das ist nicht ganz so mein Ding. Da kann ich auch voll nachvollziehen. Wenn man sich diese Videos, also Leute, schaut sie euch mal an, googelt einfach mal FPV, das ist einfach fantastisch. Gerade dieser Freiheitsgedanke, dieses Fliegegefühl, das geht schon unheimlich gut ab. Also das kriegt man auch durch die Videos, glaube ich, einen guten Ersteindruck davon, wie das ist. Gerade durch die Brille, die man dann vielleicht nur auf der Nase trägt, ist das durch diese Videobrille. Ich kann mir das schon, ich stelle mir das unheimlich geil vor. Ja, also ich sag dir, dass Videos gucken ist cool, aber wenn du selbst fliegst und die Brille aufhast und du siehst ja nichts außer deinem eigenen Videobild, das ist wirklich, wirklich so, als ob du selber fliegst. Ich bin früher Segelflugzeuge geflogen, also ich weiß, wovon ich rede. Okay, ja, cool. Ja, das ist unglaublich. Das sollte eigentlich jeder mal erlebt haben. Ich habe übrigens, auch wenn ich fliegen gehe, es kommen ja ab und zu mal Passanten vorbei und fragen, was man da macht. Und da habe ich immer mein Besucheraquarium. Das ist so ein Bildschirm, also so eine Art Kasten mit einem Bildschirm drin. Und den setze ich einfach den Leuten auf und fliege. Und dann können die das also auch erleben. Also live sozusagen. Während ich fliege, können sie mir beim Fliegen zugucken. Und ich habe fast 100% positive Resonanz. Also die Leute sind dann immer recht begeistert. Das glaube ich. Du hast dann einfach das in das Signal gesplittet und hast dann halt eben zweites Signal quasi. Ja, das ist ja ein analoges Videosignal. Also du kannst ja 100.000 Empfänger einschalten. Das spielt ja überhaupt keine Rolle. Das ist ja kein Digitalsignal.
Okay, dann lass uns doch vielleicht mal zu den Races kurz zu sprechen kommen, denn es ist ja immer irgendwo auch ein bisschen eine Competition möglich. Was gibt's denn da so für Modi? Also um vielleicht mal damit anzufangen. Was für Race-Möglichkeiten sind das? Im Kreis fliegen die ganze Zeit oder versetzt, Staffel? Wie läuft sowas? Ja, es gibt tatsächlich Team-Races. Die sind aber ehrlich gesagt nicht besonders populär. Eigentlich fliegt jeder für sich. Und ja, es ist so, dass ein Parcours abgesteckt wird, der ja, man fliegt in der Regel fliegt man 2 Minuten plus Überzeit. Das heißt, das ist so, dass man in 2 Minuten ungefähr 3 Runden schafft. Und die Parcours, die sind immer, ja, die sind also nicht natürlich nicht im Kreis gesteckt, sondern du fliegst links, rechts und so weiter. Dann gibt es das sogenannte Split S. Man fliegt über das Tor und taucht dann von hinten wieder rein und solche Geschichten. Wir haben teilweise Tower, durch die wir fliegen. Also das Ganze muss ja auch so ein bisschen Dreidimensionalität haben. Mhm. Und ja, das ist eigentlich so der populärste Modus. Und da, wie gesagt, das ein Rennen geht etwa 2 Minuten. Und das ist ja schon durch die Akkulaufzeit, die gibt das ja quasi schon vor, diese 2 Minuten. Ne? Okay. Ja, und das ist dann starten alle gleichzeitig oder zeitversetzt? Wie ist das? Nee, wir haben dann auch da Elektronik, die uns hilft. Also wir haben sogenannte Race Tracker. Das sind kleine Empfänger, die im Startzielgate untergebracht werden. Und diese Tracker, die messen das Videosignal, weil jedes Videosignal ja individuell ist. Also jeder Pilot hat ja seine eigene Frequenz. Mhm. Und dadurch weiß der Tracker halt, wer auf welcher Frequenz fliegt. Und dann, wenn der Peak ist, also wenn der Ausschlag am höchsten ist, dann misst er die Runde als beendet. Und da wird die Zeit genommen. Das heißt, es ist im Grunde völlig egal, ob man gleichzeitig startet oder leicht Zeit versetzt, weil jede Rundenzeit wird individuell getrackt. Mhm. Okay, das heißt, es gibt nicht, also im Regelfall nicht Situationen, dass man zum Beispiel in die Quere kommen könnte oder so. Das Doch, klar, also mit erst haben wir jede Menge, also krachen immer mal wieder welche zusammen. Na, das ist so ein bisschen wie bei der Formel 1, das ist auch schön manchmal, okay. Das ist mal richtig knallt. Was mich ja immer auch ein bisschen interessiert, so ist ja generell, wie sieht es aus mit der Szene, wächst das, schrumpft das, wo kommt das überhaupt her, was gibt es da geschichtlich zu erzählen? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kannte es noch nicht. Im Nachhinein frage ich mich, warum ich es noch nicht kannte, weil rein technisch scheint mir das eine Möglichkeit zu sein, wie genau auf der Welle der Zeit, auf der einfach modern wäre, so, weil es eben ja mit den ganzen 3D-Brillen, die es ja auch gibt, und Übertragungssignale und Drohnen ja sowieso der neueste heiße Scheiß sind. Seit wann gibt's das denn überhaupt schon in der Form? Vielleicht das auch gerade in Europa vielleicht, ja. Ich schätze 3 Jahre maximal. Mhm. Das ist ein sehr, sehr junges Hobby. Mhm. Wie gesagt, als ich eingestiegen bin, ich musste mir noch fast alles irgendwo zusammen kaufen und suchen. Und mein erster Frame war auch aus Holz. Den habe ich mir tatsächlich selbst gebaut. Okay. Ja, also das waren wir noch lange weit entfernt von Carbon-Frames. Und gibt's denn so eine Szene irgendwie mit Zuschauern, die zur Veranstaltung kommen, es oder ist es mehr so unter Kumpels, so ein Ding? Nee, es gibt eine Riesenszene. Also das ist also die Community. Mein Podcast, ich schätze, dass ich so um die 400 Hörer habe. Und da ist keiner dabei, der nicht involviert ist. Also das hört sich ja keiner an, der nicht in der Szene drin ist oder wenigstens rein will. Mein Podcast ist ja so speziell, das hören ja wirklich nur FPV-Freaks und sonst niemand, glaube ich zumindest. Ja, ein guter Indikator. Ich glaube nicht, dass es mehr als, ich schätze es, 1000 gibt in Deutschland, ungefähr. Aber das ist eine sehr aktive Szene. Also wir sind auf Facebook sehr aktiv. Da gibt es die German Racer Gruppe. Ja, wie gesagt, YouTube, da ist richtig viel los. Mhm. Ich persönlich habe auch noch eine WhatsApp-Gruppe, eine große hier in Norddeutschland, wo wir uns dann zum Fliegen verabreden und so weiter. Ja. Das trifft, glaube ich, auch auf eine sehr technisch affine Zielgruppe auch, ne? Muss ja dann schon zumindest so ein Grundverständnis von Elektronik. Ja, man muss schon einen Lötkolben bedienen können, ne? Ah, okay. Das ist schon wichtig, ne? Und das, ja, aber ich meine, mal hier, mal da ein Kabel anlöten kann ja eigentlich fast jeder, ne?
Und von gibt es denn da auch so bei den Rennen so Preisgelder? Ich weiß, wir hatten in unserem Vorabgespräch kurz geschrieben, weil einer der ersten Gedanken, die ich dazu hatte, ist, ob eigentlich Red Bull schon am Start ist, weil das würde ja super passen. Spielt sowas schon eine Rolle in der Szene? Es gab schon ein großes Race-Event letztes Jahr in Dubai. Da hat, ich weiß nicht, welcher Scheich sich gedacht, das ist eine tolle Sache, hat einen riesigen Parcours technisch unglaublich aufwendig gebaut. Und hat tatsächlich $1 Million Preisgeld ausgelobt. Und das war da meiner Meinung nach das bestbezahlteste FPV-Race, das es bisher gegeben hat. Ich weiß, dass in Südkorea auch Rennen stattfinden, wo Preisgelder gezahlt werden. Bei uns hier in Deutschland ist es so, dass es zwar große Veranstaltungen sind und auch mit 120, 140 Piloten am Start sind. Okay, krass. Aber da geht es dann um Sachpreise meistens. Mhm. Ne? Heutzutage noch recht einfach. Ja. Ja, es gibt so drei wirklich große Veranstaltungen. Wie heißen die denn? Deutschland. Wie heißen die denn? Es gibt in Bayern eins, ich habe vergessen, wie das heißt, das hat so einen unglaublich langen Namen. Jedenfalls findet das in Nördlingen statt. Mhm. Das war irgendwann im Juli, glaube ich. Dann hatten wir in Friedewalde, das ist in der Nähe von Pater Westfalica, ist ein großes FPV-Festival, Friedewalde nennt sich das. Es wird allerdings im nächsten Jahr nicht stattfinden, erst übernächstes Jahr wieder. Und ansonsten gibt es noch im Osten, hab's jetzt gerade nicht okay, parat. Aber wie gesagt, also in diesem Facebook-Forum FPV Racer Germany, da werden die Termine auch immer bekannt gegeben, falls es jemanden interessiert. Oh, das können wir dann verlinken. Wenn du mir einfach nur kurz mal den Link schickst, dann ich packe sowieso jede Menge Links, die ich kriegen kann, in die Shownotes für die Ausgabe. Dann, klar, mache ich. Kann man da vielleicht mal anfangen. Würdest du empfehlen, dass das vielleicht auch ein guter Einstieg wäre, um sich mal einen Eindruck zu machen, so eine Live-Veranstaltung da zu besuchen oder vielleicht doch lieber das Video? Das ist beides eine gute Idee, ne? So eine Live-Veranstaltung, ja, gut, wir fliegen natürlich hauptsächlich im Sommer, also die ganzen Veranstaltungen. Wir haben auch Indoor-Races. Wir hatten jetzt zum Beispiel gerade auf der Maker Faire in Kiel hatten wir ein Indoor-Race. Mhm. Aber das findet nicht so häufig statt, also jedenfalls noch nicht. Ich denke, aber die Szene ist ja auch, ist ja noch in Bewegung, ne? Wenn du sagst, du kanntest das FPV noch nicht, ne? Obwohl du auch technisch affiner Mensch bist und so weiter, na ist klar, ich mache den Podcast ja auch unter anderem auch, um das Ganze ein bisschen bekannt zu machen, ne? Und das ist ja auf jeden Fall gelungen. Also wirklich, ich muss mal betonen, wie geflasht ich davon bin, was ich da gesehen habe. Und also das ist einfach mal das für mich persönlich die moderne Interpretation von mit kleinen Mini-Flugzeugen rumfliegen. Die technisch affinere, allein schon mit den Brillen, Leute, das ist geil, guckt's euch an. Also ich bin wirklich angetan davon, muss ich sagen. Und wenn sich die Gelegenheit ergibt, werde ich ganz sicher auch mal so eine Live-Veranstaltung in den nächsten Jahren besuchen. Ja. Dann vielleicht noch ganz kurz zum Schluss, vielleicht magst du uns noch mal kurz ein, zwei Worte verlieren und zu deinem Podcast in allgemeiner Form, weil du da ja auch immer so Interviewgäste da hast. Wen hast du denn da schon so am Start und was waren so eure Themen? Oh mein Gott, das also ich habe Leute, die bekannt sind in der Szene, zum Beispiel Philipp Seidel, das ist ein Blogger, der macht einen FPV-Blog. Mit dem habe ich ein Interview gemacht. Dann habe ich mit Dippy zum Beispiel ein Interview gemacht. Das ist, das muss ich erklären. Es gibt eine Drone Racing League in Amerika und die machen auf Pro7 Max einmal im Jahr auch so eine Sendung. Also Drone Racing, so eine Liga. Und der DB ist da Experte bzw. Co-Moderator. Der hat da ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Na, dann habe ich einige Piloten, die relativ bekannt sind in der Szene, interviewt. Dann habe ich Leute interviewt, die zum Beispiel, es gibt ein Betriebssystem, das nennt sich Betaflight, das benutzen wir fast alle. Mhm. Jemand, der sich damit wahnsinnig gut auskennt und das Ganze mal erklärt. Man kann sagen, also es geht immer um ein bestimmtes Thema und dann suche ich mir immer jemanden aus, der dazu was sagen kann. Und alle 14 Tage bei dir im Feed eine neue Episode, ne? Ich versuche es alle 14 Tage hinzubekommen. Klappt nicht immer, aber im Grunde ja.
Saugeil. Auch da auf jeden Fall mal reinhören. Gibt es da irgendwie so eine Ausgabe, die so ein bisschen allgemeiner noch über das Thema spricht, oder sind es immer doch relativ spezifische Themen? Ich habe die ersten Folgen recht allgemein gehalten und auch für Anfänger. Habe das Ganze mal so ein bisschen erklärt, wie es funktioniert und ein paar Tipps und Tricks. Könnte ich vielleicht eigentlich mal wieder machen, weil das ist jetzt auch schon wieder relativ veraltet, weil schon ist schon ein halbes Jahr her, weil ein halbes Jahr ist in der Szene, das sind das ist Steinzeit, ne? Das ist unglaublich, wie sich das entwickelt. Viel, glaube ich, gell? Ja, und es ist unglaublich, was sich da entwickelt. Es ist wirklich unglaublich. Ja, dann Stefan, schon mal vielen Dank für deine ganzen Einblicke, die du uns da jetzt in das FPV Racing gegeben hast. Ich werde, wie gesagt, alles verlinken und dann kann man sich das auch mal anschauen und wünsche weiterhin viel Erfolg. Also wie gesagt, ich wäre überrascht, wenn ich persönlich nicht mal irgendwann auf so einer Live-Veranstaltung auftauche und hoffe natürlich, dass so ein geiles Hobby vielleicht noch ein paar mehr Anhänger findet. Ja, das hoffe ich auch. Sehr schön. Dann würde ich sagen, springen wir auch direkt weiter, denn nicht nur ich war vor einiger Zeit im Kino und habe mir einen Film angeguckt. Nein, auch die liebe Nina, die bei uns auf geekwhisper.de auch schon ganz viele Sachen geschrieben hat, hat sich einen Film angeguckt, über den sie heute sprechen möchte. Sag mal, was hast du denn da gesehen? Ja, ich habe den neuen Pixar-Film Coco, Lebendiger ist das Leben, geguckt. Der Untertitel ist wie bei den meisten deutschen Untertiteln halt ein bisschen aufwendig und lang, aber der Film ist unglaublich schön. Also ich saß da am Ende und habe wirklich unglaublich viel geweint. Aber nicht, weil es halt so, es ist halt traurig, aber es ist auch so gut gemacht, wie sie halt mit dem Thema Tod umgehen, weil es geht halt um den Dia de los Muertos in Mexiko und wie diese Kultur halt damit umgeht, mit Totenkult und so. Wenn man sich überlegt, wie man es hier in Deutschland macht, man darf an Totensonntag keine Musik hören, das sozusagen. Also man kann halt keine Party machen und da wird nur gefeiert. So, das ist, glaube ich, auch kein Stereotyp, beziehungsweise ein Vorteil. Ich glaube, das ist halt tatsächlich so, dass man feiert einfach, man gedenkt den Toten, indem man einfach miteinander happy ist. So. Das ist gemeinsam, und das fand ich, auf dem Friedhof, wie es scheint. Ne? Genau, ja. Und da einfach die ganzen Gräber schmücken und den Leuten auch so Gaben mitnehmen und so weiter. Das fand ich auch, haben die auch sehr gut umgesetzt und auch sehr schön auch dargestellt. Und deswegen war der Film einfach so visuell einfach bombastisch, fand ich. Ja. Richtig gut. Vielleicht kannst du uns einen ganz groben Abriss geben, worum es überhaupt inhaltlich geht. Vielleicht genau. So ein, zwei Hauptfiguren oder so. Für diejenigen, die ihn noch nicht gesehen haben und vielleicht jetzt zur Weihnachtszeit endlich auch mal die Zeit haben, um ins Kino zu gehen. Ja, es geht halt um Miguel. Er will Musiker werden, aber Musik ist in seiner Familie total verboten, weil sein Urgroßvater, der war Musiker und er hat um seine Musik nachzueifern, hat er die Familie verlassen. Und deswegen musste dann die Urgroßmutter sich selber um die Familie kümmern. Sie ist dann halt, sie hat dann gelernt, wie man Schuhe macht und das ist dann halt auch ein Familienbetrieb geworden und alle in seiner Familie machen Schuhe, er will aber Musik machen. Und Dia de los Muertos findet in seiner kleinen Stadt Santa Cecilia, findet immer ein Musikfestival statt und da will er halt mitmachen, aber seine Großmutter findet das raus und zerstört seine Gitarre. Und um aber trotzdem damit mitmachen zu können, bricht er in das Mausoleum von Ernesto de la Cruz. Das ist sein Idol und auch der bekannteste Typ aller Zeiten in Mexiko, hat man das Gefühl. So, das ist halt so ein Schauspieler, Sänger, alles möglich war er und er war halt so ein Idol für alle und ist halt in seinem Mausoleum ist halt auch seine Gitarre drin und die stiehlt halt Miguel, um halt bei diesem Musikfestival mitmachen zu können. Aber es ist halt Dia de los Muertos und an dem Tag darf man nicht von den Toten stehlen, sondern man muss denen Gaben geben und deswegen wird er ins Reich der Toten verbannt als Strafe und als er da ist, muss er halt einen Weg rausfinden, sonst bleibt er halt für immer dort. Er hat halt bis zum Ende des Dia de los Muertos Zeit, um herauszufinden, wie er da rauskommt, beziehungsweise wie er da endlich dann wieder zurück zu seiner Familie nach Hause kommen kann. Das ist so grob gefasst die Handlung. Das ist das Ausgangsszenario. Ohne Spoiler. Ja. Das, glaube ich, ist ein guter Einstieg. Und ist auch interessant, ne, dass das Thema Tod in einem Pixar-Film, das ist ja überraschend gewesen, ne? Aus meiner Sicht.
Ja, halt, wie die damit umgehen. Das ist halt, Tod war in, oder ist in Pixar-Filmen immer was Schreckliches, was halt natürlich ist. Zum Beispiel Nemos Mutter stirbt und die ganze Familie stirbt. Das ist halt ein schreckliches Erlebnis für die beiden. Und auch in Up, die ersten 10 Minuten, da geht's ja mehr oder weniger darum, dass sie sich verlieben und dass sie dann halt letztendlich stirbt, die Ehefrau. Aber halt in Coco geht's halt darum, dass das Leben, also dass der Tod einfach nur was dazugehört. Das ist ein Teil des Lebens und man muss es halt auch feiern, dass Leute vor einem gekommen sind und dass man halt sich immer an die erinnern wird. Und das war halt das, was mich am meisten berührt hat. Wie hat dir denn die doch recht farbenfrohe Umsetzung der Totenwelt gefallen? Das hat mich total an den Film von Tim Burton erinnert, Corpse Bride. Da ist es auch sehr bunt bei den Toten. Und auch da so diese Unterscheidung zwischen die Welt der Lebenden und die Welt der Toten ist halt auch so ein bisschen. Bei den Lebenden ist es halt, bei Coco zumindest, doch ein bisschen farbenfroh. Es ist halt alles normal. Und dann bei den Toten alles bunt und die glitzern ja förmlich. Aber das ist halt, glaube ich, auch dem Schmuck zu schulden, der halt im Dia de los Muertos einfach immer präsent ist. Das ist halt alles da sehr bunt und sehr, sehr farbenfroh gestaltet. Und das wurde halt sehr schön, glaube ich, auch übernommen in diese Welt der Toten. Das ist halt nicht wirklich Schlimmes, tot zu sein. Was halt schlimm ist, ist dann halt, dass man nicht mehr, dass die Leute sich nicht mehr an dich erinnern, weil das ist ja auch die Unterscheidung in diesem Land der Toten, dass die Toten, die an denen nicht mehr gedacht wird, leben halt in so einer abgeschiedenen Welt, die halt nicht mehr bunt ist, die halt sehr trist ist. Ja. Und die werden halt irgendwann vergessen und zerfallen dann. Und das fand ich auch eine sehr schöne Gegenüberstellung. Das ist eine ganz tolle Idee, ne? Dass sie dann so ins Vergessen geraten und dann quasi ein zweites Mal sterben können. Ja. Ist schon eine interessante Auseinandersetzung mit dem Thema Tod einfach auch. Gell? Wie hat dir denn, weil ich sagen muss, da habe ich tatsächlich sogar einen Kritikpunkt, wie hat dir denn die ganze musikalische Untermalung gefallen? Speziell vielleicht auch die Lieder, die gesungen werden. Das ist ja für Pixar und im Speziellen jetzt auch für Disney nicht ganz unüblich, dass da das ein oder andere Lied getrellert wird, gerade weil hier der Miguel ja auch Musiker werden möchte. Wie hat dir das gefallen? Also ich muss ganz sagen, mir hat das sehr gut gefallen, so grundsätzlich halt auch ganz am Anfang, wo dieses Disney-Lied, was immer am Anfang kommt, wo das Schloss gezeigt wird und so weiter, das fand ich auch sehr lustig, dass sie das auch ein bisschen mit Mariachi-Musik ein bisschen unterlegt haben. Ich finde das ganz gut. Vor allem, die haben auch sich die Mühe gemacht, auch mexikanische Musiker da mit einzubeziehen. Die haben zum Beispiel mit dem Musikprojekt Mexico Sound Institute oder Institute of Sound. Das ist so eine Zusammensetzung von 2 DJs aus Mexiko-Stadt und die haben halt aktiv auch nach Leuten gesucht, die halt denen helfen sollen. So, dass sie halt nicht die Kultur einfach versuchen zu nachzumachen, sondern halt aktiv halt Leute gesucht haben, die in dieser Kultur halt leben, diese Kultur ausleben und deswegen auch dann eingeladen haben, da mitzumachen. Das erinnert mich auch ein bisschen an Vaiana. Mhm. Da haben sie auch halt explizit Musiker aus der Region gesucht, aus Ozeanien mehr oder weniger gesucht und dann mit denen zusammengearbeitet, um halt diese Seite von dieser Kultur halt auch mit einzubeziehen. Und das hat auch sehr gut funktioniert. Also ich finde gerade diesen mexikanischen Rhythmen überhaupt, das ist so eine Thematik, wo ich jetzt generell nicht so viele andere Sachen schon gesehen habe und auch einfach noch nicht so den Zugang hatte. Insofern war es für mich völlig was Neues. Das gefällt mir also sehr gut. Das Einzige, was mir halt natürlich, aber das ist halt aufgrund der Tatsache geschuldet, dass es übersetzt wurde, wenn da ein wirklich schönes mexikanisches Lied gesungen wird mit einer tollen Melodie und dann auch die entsprechenden Rhythmen da aus den Lautsprechern kommen, dann finde ich, geht da viel verloren, wenn es dann auf Deutsch gesungen wird. Also mir ich habe den auf Englisch geguckt, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Das ist vielleicht was ganz anderes, weil ich mir vorstellen kann, dass, wie gesagt, ich kenne jetzt nur die deutsche 2D-Fassung, dass da zumindest jemand mit einem spanischen Dialekt ganz gut gepasst hätte. Das war in dem Fall eben nicht der Fall. Wie war das bei dir? War da Dialekt zu hören? Die haben teilweise auch auf Spanisch einfach gesungen. Das fand ich auch persönlich super toll. Die haben einfach so
Code-Switching gemacht. Das heißt, die haben einfach Englisch und Spanisch so miteinander vermischt geredet. Und auch der Song von der Urgroßmutter, hat sie halt komplett auf Spanisch gesungen. Und auch die Songs, wo Miguel halt singt, und der hat halt einfach in beiden Sprachen gesungen. Das fand ich halt total schön. Und auch was ich halt nicht kenne. So aus Disney oder Pixar oder was auch immer, Filme. Dass man einfach diese Kultur so sehr in sich vereint, dass man halt sowohl auf Englisch als auch auf Spanisch, dass es halt so eine gesunde Mischung einfach ist. Das ist ja gut, vielleicht. Ja. Waren irgendwie Untertitel dann teilweise drin oder gar nicht? Nee, gar nicht. Also man hat einfach, ich kann halt ein bisschen Spanisch, deswegen war es für mich halt auch kein Problem. Aber es waren halt einfach auch so, einfach nur so, die haben halt geredet und dann mein Liebling war dann halt auf Spanisch sozusagen. So kleine Wörter halt, die man halt vielleicht auch kennt, aber die auch für den Zusammenhang halt nicht wirklich wichtig waren, um zu verstehen, was da passiert. Okay, also vielleicht hätte Deutschen, also das ist schon gut, das hätte Deutschen Version sicherlich auch nicht auch ganz gut getan so. Okay, dann wäre das ja in der Originalvertonung ja eigentlich auch ganz geil. Wie sieht das aus mit den Figuren? Es sind jede Menge lustige Figuren drin und also bei einer meiner Lieblinge ist ja, keine Ahnung, der Dante zum Beispiel, dieser mexikanische Nachthund, der dafür viel Humor mit reinbringt. Was hat dir denn am besten gefallen? Also mir hat am besten tatsächlich die Animation gefallen zu der Story. Die war gut. Also Pixar, glaube ich, kann einfach Geschichten erzählen. Die brauchen da wenig, um eine schöne Geschichte zu erzählen, aber es war halt eine sehr konservative Geschichte, sage ich mal so. Es war halt wirklich nach diesem Heldenreiseprinzip gebaut, dass halt der Protagonist irgendwas nicht hat zu Hause, was er dann halt woanders sucht, und in dieser unbekannten Welt geht er dann halt auf der Suche und dann kommt er nach Hause und ist verändert. Das ist halt so diese typische Heldenreisegeschichte, die Pixar-Filme halt die haben es einfach perfektioniert, das so nachzuerzählen. Und deswegen finde ich die Geschichte an sich, ist nicht die interessanteste so im Kern, aber so wie die das einfach gemacht haben, wie die das umgesetzt haben, wie die das animationstechnisch einfach rübergebracht haben, finde ich einfach großartig. Ohne Frage. Also wenn es nicht der beste Animationsfilm bei den Oscars ist, dann weiß ich auch nicht. Ja, ich habe auch in meiner Review geschrieben, es ist einfach der Goldstandard, ne? Also Pixar weiß, was sie tun, und da es gibt viele tolle andere Animationsfilme, die auch nicht nur von denen sind, aber die brechen immer so ein bisschen noch. Die sind es, die das alles noch so ein bisschen besser machen als ihren letzten. Ja. Ne? Kann man schon nicht anders sagen. Also ohne jetzt das, weil du auch die Handlung so geil fandest, also so gut fandest, ich möchte das jetzt gar nicht, ohne auch nur im Ansatz zu verraten, welche das gewesen sind, aber es gab ja durchaus Twists. Und die habe ich vorher gesehen. Ja, aber wirklich. Muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Die waren alle vorhersehbar. Es war sehr vorhersehbar. Aber es war nicht schlimm. Ist ein Kinderfilm halt, ne? Ja, immer noch ein Kinderfilm. Aber ich fand es auch nicht so schlimm. Es ist halt so der Bösewicht, es muss einen Bösewicht geben, aber ich fand es nicht schlimm. Okay. Wir vergeben bei uns ja immer so Punkte zwischen 1 und 5 Sternen. Wenn du das jetzt auch machen müsstest, wie viele Sterne würdest du da vergeben? Ich tue mir das immer so schwer. Also, wenn ich es könnte, 4,5, weil halt eben die Geschichte nicht die originellste Geschichte ist, aber das trumpft halt damit auf, dass es halt so erstens eine sehr unbekannte Seite einfach aufzeigt. So ein mexikanischer Junge als Protagonist gab es noch nie. Das ist erstmal, und auch, dass sie so krass liebevoll auch diese Kultur recherchiert haben. Auch ich glaube, das war auch der längste Film von Pixar, der in Produktion war. Die Produktion hat 2011 gestartet, muss man auch erstmal. Ja, genau, das sind jetzt schon 6 Jahre. Und da haben sie sehr, sehr viel Zeit in Recherche auch investiert, und das merkt man einfach. Und deswegen eigentlich 4,5, aber dadurch, dass sie das so gut gemacht haben, 5 von 5 Sternen. Okay, ordentlich. Also das fürs Weihnachten, zu Weihnachten wahrscheinlich ein ganz guter Film, kann man sagen. Ja. Was ich gar nicht gesehen habe, weil ich ja da leider, das lief bei der Presseverführung halt nicht, hast du diesen kurzen Vorfilm gesehen mit Olaf? Ja, habe ich. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin ein großer Frozen- bzw. Schneekönigin-Fan. Und auch der Olaf-Film war nicht schlimm. Also der war ganz, ganz okay. Auch die Lieder. Aber es ist halt so, es hat gar nicht zu Coco gepasst. Es ist halt ein Disney-Film und kein Pixar-Film. Und es ist auch kein traditioneller Pixar-Short-Film, den man so kennt von vor, wenn der vor Pixar-Filmen läuft.
Das ist einfach so sehr kurze Geschichten und so und auch sehr schöne Geschichten, aber auch kurz halt. Und der Film geht halt 20 Minuten, dieser Kurzfilm. Das ist einfach viel zu lang und ja, hat einfach nichts mit Coco zu tun. Deswegen, in Amerika wird er tatsächlich jetzt nicht mehr gezeigt. Und das fände ich auch gut für hier. Okay. Ja, also hab da eben auch nicht so richtig viel Gutes gehört. Also ein bisschen belanglos irgendwie auch. Also ich habe ihn leider nicht gesehen, ich kann das nicht sagen, aber interessant, deine Meinung da auch nochmal gehört zu haben. Vielen Dank. Du hattest uns im Vorgespräch verraten, dass du halt eben dafür dieses Campusradio da auch viel machst und auch viele Filme genau. So machst. Vielleicht kannst du einfach auch, weil mir ist auch immer schon noch wichtig, dass man so ein bisschen mal vorstellen kann, was man selbst für Projekte noch hat, noch ein paar Worte dazu verlieren, was du da genau machst und vor allem, wie das da mit eurem Filmprojekt läuft, über was ihr da wie sprecht. Also wir machen immer Sendungen tatsächlich, also jeden Freitag um 18 bis 19 Uhr, von 18 bis 19 Uhr läuft bei uns im sowohl im OKW als auch im Internetradio unsere Kinosendung, die Herzklappe. Und da reden wir halt über DVD-Starts, Serien und Filme, die halt gerade anlaufen, die halt gerade Thema sind. Und das wird meistens in Form von Beiträgen gemacht. Also eine Person redet über den Inhalt erstmal kurz mit O-Tönen, also mit Originaltönen aus dem Film, den man halt meistens, aber selten, gute von den Presseservern halt kriegt und sagt dann seine Meinung dazu. Und der Moderator führt halt durch die Sendung, sagt auch, wenn er eine Meinung zu dem Film hat, sagt er auch seine Meinung kurz. Aber es ist halt eher so eine Vorstellung so von Reviews. Und dann haben wir nochmal jede zweite Woche mittwochs von 18 bis 19 Uhr unser Klappentalk. Das ist unsere Talkrunde über ein bestimmtes Thema. Letztes Mal war zum Beispiel das Thema Serien, einfach Lieblingsserien vorstellen. Und einmal im Monat machen die drei Kinoressortleiter, das sind ich und noch zwei weitere Kollegen von mir, machen einen Podcast zum Thema Filmwelt. So, wir reden über News und über das, was wir geguckt haben, das, was wir gerne geguckt hätten und worauf wir uns freuen, sozusagen. Okay. Das sind so unsere drei Projekte. Bringt dann da jeder so Schwerpunkte mit, auf die er besonders Bock hat? Der eine mehr die Romanzen, der nächste mehr die Actionfilme oder wie läuft das? Ja, also ich gucke immer gerne alles, aber mein einer Kollege ist halt ein Anime-Fan, der guckt fast nur Animes und der andere ist halt eher so ein Arthouse-Geek. Der guckt alles, was hier bei uns in den kleinen Kinos läuft. Ja, cool. Mensch, ja, vielen Dank für deine Zeit. Das war sehr schön, auch mal deine Meinung zu dem Film zu hören. Auch die Leute da draußen sich mal einen Eindruck von dir machen können, wie die Frau ist, die da manchmal die Texte bei uns schreibt. Dann ganz zum Schluss kannst du uns vielleicht noch verraten, wo man dich und wo man auch deine Sachen online finden kann. Das wäre ganz lieb. Ja, unser Podcast ist auf YouTube zu finden. Heißt auch Klappencast, also Klappen wie die Klappe und dann Cast wie Podcast. Oder auch unter www.radioherz.de, das ist unsere Seite für das Campusradio. Und da gibt es auch einen Online-Stream, weil wir haben leider nur eine Antenne in Bielefeld. Und deswegen ist es nur in einem kleinen Kreis zu hören über das Radio, aber Internetradio ist auch nicht mehr so unbekannt. Darüber kann man uns auch hören. Cool. Und dich selbst so findet man wahrscheinlich auch auf Twitter und so, ne? Genau, Twitter, Instagram und Facebook bin ich unterwegs. Snapchat nicht. Snapchat habe ich ausprobiert, aber nee. Ich habe auch gehört, das wäre schon wieder tot. Ja. cool, dann vielen Dank. Lara, wie sieht es denn mit dir aus? Wo können wir dich finden? Vielleicht kannst du die URLs mal nennen oder mal auch sagen, wo man dich vielleicht auf Facebook, Twitter und so weiter finden kann. Also man findet mich hauptsächlich als Podcasterin auf Twitter. Der Account ist gibt auch einen Schweizerin, nein, es ist einfach, was ich dazu so sage. Aber ich kann sie gerne dann schicken, damit du es in die Shownotes reintun kannst. Ja, ich habe theoretisch eine Facebook-Page, aber die wird nicht mehr so wirklich aktiv bespielt, weil, naja, Podcasting und Facebook ist immer so eine Sache und da muss ich mich schon was selbst dazu zwingen. Hauptsächlich über Twitter und ansonsten, ich habe einen RSS-Feed, wo ihr die Sachen hören könnt. Ihr findet mich auch über iTunes, falls das so eure Wahl ist, wie ihr Sachen runterladet, aber auch über die FIT, also über die Suchmaschinen-Engine. Das ist so das Übliche.
Da werde ich auch eine erlesene Auswahl an Links mit reinpacken. Das kann man auch. Jo, mach das. Danke, danke. Und auch dir weiterhin viel Erfolg. Ich hoffe, wir hören nochmal voneinander. Ja. Stefan, wie sieht's bei dir aus? Wo finde ich dich? Wo kann ich mir einen Eindruck von dem machen, was du so treibst? Ja, also erstmal fpv-podcast.de. Das ist meine Internetseite, beziehungsweise meine Podcast-Seite. Da läuft auch ein WordPress. Und ja, ich habe eine Facebook-Geschichte auch am Laufen. Das Ding heißt auch FPV-Podcast. Mhm. Und ja, sonst mache ich eigentlich nichts. Twittern selten. Mhm. Und auch nur privat, also nicht als FPV-Podcast. Und ja, das war's eigentlich. Aber wie gesagt, ich mache ja auch nur den Podcast. Alles und gut. Alles gut. Muss jeder 30 URLs nennen können. Alles noch. Nee, klar. Ladies and Gentlemen, es war mir eine wahre Freude. Ich danke euch vielmals, dass ihr heute teilgenommen habt. Und es gilt auch wie immer dasselbe, denn wenn ihr Bock habt, irgendwie ein neues Projekt vorzustellen oder einen neuen Film gesehen habt, einen neuen Podcast gestartet habt oder irgendwie eine super geile, keine Ahnung, Live-Veranstaltung gewesen ist, dann und ihr wollt drüber sprechen, dann seid ihr natürlich wieder herzlich eingeladen, dran teilzunehmen. Am Telestammtisch. Vielen Dankeschön. Danke. Auf Wiedersehen. Tschüssi. Tschüss.